Servus Leute und herzlich willkommen beim neuen Testvideo hier auf meinem Kanal. Um ein bisschen Abwechslung zwischen den ganzen Schokoladen zu bringen, machen wir heute weiter mit einem Spieletest. Und zwar heute geht's weiter mit meinem liebsten First-Person-MMORPG, was es auf dem Markt gibt. Viele von euch können sich jetzt schon denken, heute geht's weiter mit Destiny 2. Seht ihr auch im Thumbnail nebenbei. Destiny 2. Oh, wird vielen von euch, denke ich, ein Begriff sein, vor allem so Ego-Shooter-Spielern, aber generell auch in der Spielewelt. Hat Destiny einen großen Abdruck hinterlassen? Kommen wir zum Test. Entwickelt wurde Destiny 2, wie der erste Teil auch, das testen wir natürlich auch noch, aber weil es gerade Destiny 2 aktueller ist, wollte ich es nochmal erstmal testen, von Bungie. Bungie kennen wir alle, damals Halo-Entwickler, jetzt auch gerade ein bisschen in der Rede, weil es von Sony aufgekauft wird. Ja, an sich einer meiner Top-Entwickler, die ich so kenne, kenne ich seitdem ich klein bin, Spiele von denen spiele ich seitdem ich klein bin, super Entwickler finde ich. Publisher haben wir Activision bis 2019, also von Destiny. Und dann hat sich Bungie von Activision abgekoppelt und seitdem ist halt Bungie auch selber der Publisher von Destiny 2. So, welche leitenden Entwickler haben wir? Von wem haben wir es zu verdanken, dass es Destiny 2 überhaupt so gibt? Einmal haben wir Luke Smith. Das Coole ist auch, Destiny 2 wurde vor allem mitentwickelt von Leuten, die das Lieblings-DLC, das Mond-DLC vom ersten Teil entwickelt haben und die haben sich dann vor allem an Destiny 2 gehabt, finde ich ganz cool. Da haben wir Gavin Irby, Jacob Benton und Lars Buggen. So, das sind so die vier hauptleitenden Entwickler von Destiny 2. Auch ein großes Danke an die, ihr habt super Arbeit geleistet. Wann wurde Destiny 2 released? Als Release haben wir für die PS4 und Xbox One den 6.9.2017, für PC den 24.11.2017, also knapp ein Jahr später. Für Stadia haben wir den 19.11.2019, also zwei Jahre später, die Remastered-Version für die Next-Gen-Konsolen, also Xbox Series X und S, kam am 10.11.2020 und die PS5-Version kam am 12.11.2020, also zwei Tage nach der Xbox-Version. So, also ein paar Releases haben wir. Was ich ganz interessant dabei finde, ist, dass es 2017 erstmals rauskam. Wir haben heute das Jahr 2022 und es kommt in knapp einem Monat ein neuer DLC-Inhalt. Ziemlich großer. Finde ich richtig schön, dass ein Spiel so lange aufrechterhalten wird. So, und so lange auch aktiv dran gearbeitet wird. Als Genre haben wir einen Ego-Shooter, einen sehr guten Ego-Shooter, das Gameplay und alles einfach top. Und auch ein MMO-FPS, also ein Massive Multiplayer Online First-Person-Shooter. Ah, und meiner Meinung nach den besten, den es gibt. Also ich habe natürlich, also vor allem auf meinem Kanal, weil ich noch keinen habe, aber auch generell von denen, wo ich bisher gespielt habe oder sogar kenne, ich überlege gerade, aber mir fällt gerade sonst keiner ein, ist es mein Lieblings-MMO-FPS auf dem Spielemarkt. Mega cool. Als Thematik haben wir Science Fiction. Generell, ich finde, man muss Destiny 1 schon fast gespielt haben, um Destiny 2 auch wirklich verstehen zu können. Und es hat eine sehr eigene Welt, eine sehr eigene Geschichte, aber da kommen wir dann gleich dazu. Und als Altersfreigabe haben wir USK 16 bzw. PEGI 16, weil die es sehr gut hinkriegen, zum Beispiel Kills oder sowas, relativ gut darzustellen, ohne aber zum Beispiel Blut oder sowas ins Spiel zu bringen, was aber auch nicht irgendwie an der Realität nagt. Also ich, sehr interessant, USK 16 auf jeden Fall passend. Kommen wir jetzt zur Story. Ich lasse wieder einen kleinen Trailer einlaufen und wir schauen uns jetzt mal die Story an. Also, in Destiny 2, ihr müsst verstehen, es gibt verschiedene Gegnertypen in Destiny generell, in diesem Universum. Und da gibt es zum Beispiel die Kabale. Und die Kabale, das sind so riesen Dinger, die halt auch so ein bisschen alles erobern wollen. Und sie starten einen Angriff auf die Basis von, also die Hauptbasis von Destiny, nämlich den Turm. Also von der Allianz sozusagen, die die Menschheit halt beschützen will. Und die Kabale starten einen Angriff auf diesen Turm. Und den Reisenden. Der Reisende ist das, was uns als Hüter, wir spielen die Hüter in Destiny 2, immer noch wie im ersten Teil. Und der Reisende gibt uns sozusagen unsere Kraft, unser Licht. Wir versuchen die Kabale natürlich aufzuhalten langfristig. Der Turm wurde zerstört von ihnen. Wir werden ihn versuchen wiederherzustellen, dass wir am Ende wieder unseren Turm als Basis nutzen können, um unsere Stadt auch zu beschützen, die man vom Turm beobachten kann. Schaut wunderschön aus. Und bis dahin tun wir uns mit Verbündeten zusammen aller Art, sind der letzte Hüter, der die Macht hat, halt die Rotlegion aufzuhalten und statt eben den Turm als Basis, also als
immer Zwischenpunkt zwischen Missionen etc., wo man Sachen kaufen kann, einfach als Basis eben, hat man jetzt die Farm als Basis. Finde ich auch ganz cool, bisschen Abwechslung, alles bisschen kleiner, aber trotzdem auf jeden Fall cool gemacht. Ziel ist es von der Hauptstory, dass wir am Ende die Allmacht, also von den Kabalen, die den Turm zerstört haben, das ist eine Waffe und die wollen damit die Sonne zerstören. Also die kann Sterne zerstören und sie wollen damit die Sonne zerstören. Ja, und wir wollen sie dabei aufhalten. Ob das klappt, spielt selber. Das will ich jetzt mal nicht spoilern. An sich finde ich auch geil. Wir haben viele weitere Stories in dem Spiel, auch in den DLCs eigene Geschichten. Also es ist wirklich für ein MMO-FPS sehr, sehr gut von den Geschichten her. Es sind ja einzelne Geschichten. Jetzt klar, als Storyspieler wünscht man sich so ein riesiges Epos. Aber dafür, dass es ein MMO-FPS ist, super hingekriegt, wirklich. Kommen wir zur Grafik. Als Engine, also die Engine von Destiny 2, beruht auf einer Eigenentwicklung von Bungie, die auf den Grundpfeilern der Engine für Halo Reach liegt. Das wussten viele jetzt bestimmt nicht, das wusste ich nämlich selber auch nicht. Also Halo Reach stellt die Grundengine dar für Destiny 2, natürlich extrem erweitert, aber ja, basiert auf der Halo Reach Engine, finde ich ganz gut. An sich sieht es optisch unglaublich aus. Also wirklich, das möchte ich hier betonen. Wir haben ein wunderschönes Spiel. Was sehr gut Destiny 2 gelingt, sind einmal auch wieder diese epische Bauten, wie ich zum Beispiel in Darksiders 2 schon mal erwähnt habe, aber bei Destiny 2 in einem ganz anderen Maße eben die Science-Fiction-Welt und alles. Wow, einfach episch. Und auch die räumliche Tiefe. Das heißt, dir kommen 10 Kilometer im Spiel dann auch wirklich wie 10 Kilometer vor und es schaut alles einfach so wunderschön episch aus, vor allem auf dem PC, auf den Next Gens, aber auch noch auf den Old Gens. Einfach schön. In 4K 60 FPS, Top-Erlebnis für die Augen. Also wirklich ein Meisterwerk. So, gibt immer noch rein von der Schärfe und so gibt es schönere Spiele. Das will ich jetzt nicht sagen, dass es das schönste Spiel ist, aber es gehört wirklich zu den Perlen auf dem Spielemarkt, finde ich. Kommen wir zur Spielwelt. Wir haben sehr große Areale auf verschiedenen Planeten, wie ähnlich wie wir es aus Destiny 1 schon kennen. Und die sind mit allen möglichen Missionen, Events, Teilmissionen, Hauptmissionen, Nebenmissionen und sonstigen Sachen gefüllt. Sind relativ große Areale, aber jetzt auch nicht überwältigend groß, aber man kommt auf jeden Fall gut um die Runden, sage ich mal. Der Turm, wie ich schon gesagt habe, dient als Basis für die Hüter und generell so als Hauptplatz für alle Spieler, wo man sich austauschen kann, wo man alles Mögliche mit den NPCs reden kann und eben, ja, die Hauptbasis halt, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Generell ist es auch ein sehr guter Loot-Shooter. Also halt, wie soll ich sagen, es basiert natürlich sehr viel auf Grind Destiny 2, es ist ein MMO-FPS mit einer guten Geschichte, was ein Loot-Shooter ist. Das meine ich, das macht Destiny irgendwie so gut. Ja, aber ich finde auch das kriegt sehr gut hin. Du bist sehr motiviert, immer deinen Charakter weiter zu leveln, dein Power-Level, das ist sozusagen dein Rüstungswert, dein Kampf-Level zu erhöhen, also wie stark du bist. Generell zur Spielwelt auch nochmal, wie ich schon gesagt habe, hat es einfach sehr epische Bauten. Und das hat Bungie aber schon immer seit Halo 1, seit den Halo-Teilen generell in Destiny 1, aber jetzt in Destiny 2 nochmal wirklich on the top gesetzt. Sehr gut hingekriegt. Kommen wir zum Umfang, nämlich dem, ja, dem Mammut-Thema von Destiny 2. Wir haben eine gute Hauptkampagne, wie ich schon gesagt habe. Wir haben einen PvP-Modus, wo du halt Spieler gegen Spieler spielen kannst. Und wir haben eben PvE-Modis in Form von Strikes, wo du zu dritt zum Beispiel einen großen Boss besiegst. Oder von Raids, wo du bis zu 6 Spieler, waren es glaube ich, habe es jetzt für ein paar Wochen nicht mehr gespielt, riesige Missionen halt antreten kannst. So, die dann wirklich mal 2, 3 Stunden gehen können. So viel zum Hauptspiel. Da hast du ein Raid, paar Strikes, PvP-Modus, die Hauptkampagne. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen. Also an sich kannst du mit dem Hauptspiel schon hunderte Stunden verbringen. Also so 100, 200, 300 auf jeden Fall. Wenn du jetzt nur die Kampagne machst, du die wichtigsten Strikes sehen willst, du was halt einfach so individuell ist, hast du auch in 25 bis 30 Stunden alles gesehen. So muss man auch ehrlich und offen sagen, aber es ist trotzdem eine schöne Spielzeit, die man in dieser Zeit hat. Was jetzt aber noch das Tolle bei Destiny ist, auch bei Destiny 1, aber in Destiny 2 nochmal total erweitert, sind die DLCs. 2017 kam das Spiel ursprünglich raus, bis heute, wir haben 2022. Bis heute wird das Spiel sehr gut mit DLCs beliefert. Wir haben als erstes DLC damals gehabt, Fluch des Osiris. Da kam der Merkur als neuer Planet dazu. Wir haben neue NPCs, auch spannende NPCs wie eben Osiris, so ein ägyptischer Allgott, so wirkt es zumindest. Und ja, den lernen wir kennen, mit dem machen wir zusammen Missionen, mega cool. Dann haben wir als zweites DLC damals Kriegsgeist. Das waren so die ersten zwei DLCs, Fluch des Osiris und Kriegsgeist. Da gibt es neue Missionen auf dem Mars.
Es geht viel um Rasputin, auch ein sehr, sehr eigenes NPC, sehr interessant, sage ich mal. Auch nicht direkt ein NPC, je nachdem, ihr werdet es verstehen, wenn ihr spielt. Ich will jetzt nicht spoilern. Ja, der dann eben auf dem Mars eine wichtige Rolle spielt, wo wir ihm auch helfen müssen teilweise. Dann kommen wir zum ersten Riesen-DLC, was ein bisschen alles verändert hat, weil es, ihr müsst euch vorstellen, irgendwann wurde Destiny 2 gesplittet, als sich Bungie von Activision abgelöst hat. Und dann, ich weiß nicht, ob es wegen den Rechten lag oder wie Bungie sagt, wirklich wegen der Spielgröße, mussten viele Teile der Hauptkampagne und sowas gibt es in dem heutigen Destiny gar nicht mehr. Nur die alten Spieler kennen das auch wirklich und heute gibt es dann nur noch ab Forsaken, glaube ich, war es, die neuen Sachen. Also Forsaken hat etliche viele neue Inhalte, Items, neue Stories, einzelne Planeten. Also Forsaken ist so das größte DLC meiner Meinung nach, auch das beste DLC von Bungie, was ich je gesehen habe. Ich lasse es mal so stehen. Super gemacht, bringt auch nochmal hunderte Stunden mit rein. Dann haben wir Festung der Schatten DLC. Haben wir auch wieder neue Story-Inhalte, haben wir den Mond. Der wurde sehr vermisst seit Destiny 1, den haben wir jetzt wieder drin. Und generell auch wieder viele neue Sachen, Waffen, Rüstungen. Ja, auch immer wurden die Power-Level angehoben. Früher ging es bis 400 oder 350, irgendwie sowas. Und jetzt mittlerweile über 1200 oder so. Also, wie gesagt, ein paar Wochen nicht gespielt, aber auf jeden Fall geht gut hoch. Dann als letzten DLC haben wir jetzt Jenseits des Licht. Da kommt der Eismond Europa dazu. Und auch wieder neue Story-Inhalte und generell mehr Sachen. Ich muss zu allen DLCs sagen, sie haben ihre Daseinsberechtigung, sie sind gut gemacht. Manche sind etwas extremer im positiven Sinne, wie Forsaken, wo man einfach sagt, wow, Meisterwerk. Andere Jenseits des Lichts, zum Beispiel das letzte DLC, ich finde es super als Destiny-Fan. Aber ja, von vielen wird mehr erwartet. Da kommen jetzt auch gleich zur Endnote, was ich mit mehr erwartet meine. Weil bis jetzt sage ich eigentlich nur fast positive Sachen. Ne? Achtet mal drauf. So, kommen wir jetzt aber zur Rezeption, bevor wir zu meiner Endnote kommen. Wir haben von Metacritic, also eine allumfassende Rezessionszusammenfassungswebsite sozusagen, 86 von 100 Punkten für die PS4 von mehreren Reviews von internationalen Testkanälen. So, 86 Punkte von 100 in einem Durchschnitt ist sehr gut, ist verdammt gut. Von IGN haben wir 8,5 von 10 und von GamesRadar haben wir 5 von 5. Ich habe jetzt mal nur die drei aufgeschrieben, beziehungsweise Metacritic umfasst hier eh mehr. Aber GamesRadar, beste Bewertung, die sie vergeben kann. Respekt. Unter der Community, mir fällt auf, in den Redaktionen kommt das Spiel extrem gut an, in den meisten. In der Community sind sehr viele, sind so diese Hardcore-Fans, die total zufrieden sind und diese Hardcore-Fans, die total enttäuscht sind und die Leute, die einfach nicht ganz reinfinden, weil sie vielleicht Neulinge sind und so. Und ja, also ich werde Destiny 2 nicht mehr spielen, jetzt nach diesem Test. Ich werde mir jetzt vielleicht noch, bald kommt ein neues DLC, die Hexenkönigin heißt es, glaube ich. Das werde ich mir noch angucken, da werde ich auch einen kleinen Nachkommentar noch schreiben, aber ich werde jetzt nicht speziell ein Video noch extra darüber machen, weil ich finde, alles, wie gut sie es machen, wie gut sie es aufrechterhalten, habe ich alles in dem Video schon gesagt. Und mit dem nächsten DLC will ich einfach noch kurz was zur Story schreiben. Ich schaue mir das Ganze natürlich kurz an, aber jetzt, ja, so ein 10-Stunden-DLC, natürlich, ich will jetzt nicht es extrem reinsuchten, werde ich jetzt nicht ein extra Testvideo für machen. So, dann, wir haben generell eben, wie ich schon gesagt habe, sehr größtenteils positive Bewertungen, auch verständlich, weil es ein super Spiel ist. Wir haben den Gamescom Award 2017 für Best Online Game, also bestes Online-Spiel vom Gamescom Award, offiziell von der E3 Game Critics Award, der größten Spielemesse der Welt, wurde es ausgezeichnet als bestes PC-Spiel 2017, als es dann die PC-Portierung kam. Von Gamescom wurde das Forsaken DLC, was ich erwähnt habe, was ich super finde, als Best Add-on of the Year gekürt. Okay, ich will euch nur mal sagen, was dieses Spiel eigentlich ist. So, und jetzt kommen wir zu meiner Endnote und zu meinem Fazit. Destiny 2. Für jeden Fan von Destiny 1 ein Muss. Die meisten, wir haben 2022, die meisten, die Destiny lieben, werden es gespielt haben. Vielleicht gibt es noch da draußen welche, die sagen, nee, ich habe immer noch nicht reingeschaut, ich will es gern mal spielen, aber ich weiß nicht, ob es auch wirklich wert ist. Euch sage ich, spielt's, schaut rein. Aber jetzt kommen wir zu einem großen Kritikpunkt von diesem großartigen MMO-FPS. Nämlich Destiny 2. Mit der Ablösung von Activision bzw. den Umfangseinsparungen, wie sie öffentlich sagen, damit das Spiel einfach nicht zu riesig ist, was ja auch verständlich ist, weil ich glaube, jetzt sind wir bei auch fast 100 GB. Die Hauptkampagne fehlt. Viele Teile der Hauptgeschichte fehlen. Dieser Anfangsgrind, wo man sich echt diese ersten Power-Levels hochgrindet, werden später irrelevant, weil du automatisch auf ein größeres Power-Level mit den neuen DLCs gebracht wirst. Also es sind so, das Spiel an sich ist für mich fast perfekt. Das Spiel an sich, wenn die Hauptkampagne noch drin wäre, wenn diese ganzen, wenn man selber nicht so viel gegeben wird, sondern du wirklich auch mit den neuen DLCs, zum Beispiel selber dein Power-Level erarbeiten müsstest und sowas,
Hätte es von mir die 1 plus gekriegt. Hätte ich dieses Testvideo jetzt gemacht, als das Spiel rauskam, 1 plus. Jetzt im Nachhinein, wenn jemand zurückblicken kann, gibt es von mir die 1. Es ist ein super Spiel. Ich finde, jeder First-Person-Shooter-Fan sollte mal reinschauen, vor allem Online-Fan. Es ist sehr PvE-lastig, also reine PvP-Fighter, die brauchen jetzt, denke ich, auch nicht zu lange darin rumgrinden, weil es halt echt vor allem auf PvE basiert. Aber auch PvP-Fans kommen da auf ihre Kosten. Ja, also von mir gibt es als Endnote eine 1. Es ist eine klare Empfehlung. Es ist das beste MMO-FPS bisher auf meinem Kanal. Es ist ein super Online-Shooter. Und es ist eine Empfehlung, wie ich schon gesagt habe. So Leute, das war's mit meinem Test zu Destiny 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schauen, diesen Monat kommt die Hexenkönigin-DLC noch raus. Das schauen wir uns natürlich auch an. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und immer schön weiter zocken, niemals aufgeben. Und bis dann. Ciao, ciao.